Trading ist nur was für Reiche. Das ist eine Aussage, die ich unter einem der Kommentare unter meinen YouTube-Videos gefunden habe. Und weiter stand dort, ich habe ja nur 500 Euro, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Und ja, natürlich kann man sagen, Trading ist nur was für Reiche. Aber stimmt das tatsächlich? Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit sehr wenig Geld an der Börse sehr erfolgreich werden kann. Als ich vor 25 Jahren gestartet bin, habe ich genau 5.000 Mark gehabt. Das ist so, als wenn man heute 5.000 Euro hat. Und ich wollte damit auf jeden Fall finanziell unabhängig werden. Und hat das von heute auf morgen geklappt? Nein, auch das nicht. Ich habe mehr als ein Jahr gebraucht, um tatsächlich kontinuierlich Monat für Monat vierstellige Erträge daraus zu ziehen. Aber vierstellig, das heißt mehr als 1.000 Euro. Wenn ihr meine Geschichte kennt, wisst ihr, in den ersten 5 Jahren ist es mir gelungen, aus 5.000 eine Million zu machen. Und wie habe ich das geschafft? Indem ich einfach alles daran gesetzt habe, an der Börse erfolgreich zu werden. Und ja, natürlich ist es einfach, je mehr Geld man hat, weil man viele Dinge viel schneller umsetzen kann. Man kann sich vielleicht auch Mentoren dazu nehmen. Das ist alles richtig. Aber es geht eben auch mit wenig Geld. Und wenn der Teilnehmer schreibt, ja, es ist nur für Reiche, dann stimmt das eben nicht wirklich. Und auch mit 500 Euro kann man anfangen. Man wird vielleicht nicht gleich nach 4 Wochen davon leben können. Das ist klar. Aber das Ganze als Startschuss zu nehmen, zu investieren oder auch zu traden und dadurch seine Erträge Stück für Stück nach oben zu bringen und vielleicht weiterhin jeden Monat 100 oder 200 Euro dazu zu tun, nicht nur von den Gewinnen, sondern auch von seinen anderen Einnahmequellen. Das ist der Startpunkt für eine neue Karriere. Und deswegen sage ich auch immer, nein, man muss nicht reich sein. Es reicht auch, wenn man ein kleines Konto hat und dafür aber die Lust und die Zeit investieren mag, um daraus ein großes Konto zu machen. Und so ist auch damals mein Buch entstanden, aus einem kleinen Konto ein großes zu traden. Weil ich selber eben vor mehr als 25 Jahren angefangen habe mit einem kleinen Konto. Aber man muss diesen Weg auch wirklich gehen wollen. Und das ist eigentlich immer der wichtige Punkt. Egal, was ihr in eurem Leben machen wollt, wenn ihr dieses Ziel erreichen wollt, dann müsst ihr halt auch alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du finanziell unabhängig werden möchtest, dann ist es vollkommen egal, ob du 500 Euro hast, 5.000 oder 50.000. Klar, der mit 50.000 hat die bessere Startmöglichkeit. Aber ob er es schneller schafft wie der 500 ist, steht auf einem komplett anderen Blatt. Deswegen, ja, es braucht seine Zeit, je weniger Geld man hat, aber es ist falsch zu sagen, dass Trading nur was für Reiche ist.